Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dampfgeschichten und heute ein Video zum umstrittenen Artikel 13, der just in der EU beschlossen wurde. Die Reaktion, wie das Internet oder die Menschen drauf reagieren. Bevor ich da weiter drauf eingehe oder auf Einzelheiten, lese ich einfach nochmal kurz was vor. Und zwar, um was es hier überhaupt geht. Europaabgeordnete stimmen für Reform des Urheberrechts. Google oder YouTube sollen Künstler vergüten, wenn deren Inhalte auf ihren Plattformen angeboten werden. Kritiker fürchten Zensur durch die Urheberrechtsreform. Das Europaparlament hat die umstrittene Reform des Urheberrechts gebilligt. Damit sollen Internetplattformen wie Google, YouTube und Facebook verpflichtet werden, Kulturschaffende oder auch Medien zu vergüten, wenn sie deren Produktion oder Inhalte zum Hochladen anbieten. Zudem sollen sie für Verletzungen des Urheberrechts haftbar gemacht werden. Nach dem Votum können nun die Verhandlungen mit dem Rat der EU-Staaten beginnen. Mit einer speziellen Software, sogenannten Upload-Filtern, wäre es künftig möglich, dass die Plattformen bereits beim Hochladen der Inhalte prüfen, ob diese urheberrechtlich geschützt sind. Explizit erwähnt werden diese Filter in dem Vorschlag nicht. Der verantwortliche Berichterstatter Axel Fox, ein deutscher CDU-Politiker, hat das Wort angesichts der Proteste aus dem Text gestrichen. Zudem wurde konkretisiert, dass die Verpflichtung nur für Plattformen gilt, die große Mengen an Uploads anbieten und diese bewerben. Kleine Unternehmen sind folglich davon ausgenommen. Gegner der Reform sind der Meinung, dass Plattformen in der Praxis dennoch Filter einsetzen könnten, wenn sie für Urheberrechtsverstöße haften müssen. So argumentiert etwa Julia Reda von der Piratenpartei, die im Europaparlament der Grünen-Fraktion angehört. Eine Reihe von Abgeordneten hätten daher vorgeschlagen, Plattformen zum Abschluss von fairen Lizenzen etwa mit Verwertungsgesellschaften zu verpflichten. Strittig ist auch die Einführung eines Leistungsschutzrechts in der EU. Dabei geht es darum, dass Anbieter wie Google künftig nicht mehr ohne weiteres Überschriften oder Ausschnitte von Pressetexten anzeigen dürfen. Sie bräuchten eine Erlaubnis und müssten gegebenenfalls dafür zahlen. Gegner sehen darin eine Art Linksteuer. Wenn schon kleine Ausschnitte aus Artikeln oder eine Überschrift lizenziert werden müssten, sei der freie Austausch von Nachrichten im Internet nicht mehr möglich. Mehr als 250 Änderungsanträge. Für die Abstimmung wurden mehr als 250 Änderungsanträge eingereicht. Im Wesentlichen stehen sich in der Debatte zwei Fronten gegenüber. Auf der einen Seite unter anderem Medien, die ihre Urheberrechte auch im Internet schützen wollen. Auf der anderen Seite Konzerne wie Google, Facebook und YouTube sowie Verfechter eines freien Internets. Sie verweisen auf die Petition "Stopp die Zensurmaschine, rette das Internet", die nach Angaben der Initiatoren von fast 1 Million Bürger unterzeichnet wurde. Ja, das nur mal kurz als Einleitung, ein aktueller Artikel von Zeit Online. Wenn man sich die letzten Tage oder aktuell mal ein bisschen durch Facebook, Twitter, Google, YouTube bewegt, wird man feststellen, dass die ultimative Apokalypse droht. Die Welt wird untergehen. YouTube-Kanäle werden abgeschalten. Wenn die Apokalypse kommt, wird es auch kein Google mehr geben, kein Facebook. Es wird alles eingestampft. Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Ich darf so wie jetzt nichts mehr kommunizieren. Ich darf niemanden mehr nach dem Mund reden, darf nicht meine eigene Meinung kritisch kontrovers ordnen. Es ist alles im Keimer erstickt. Es wird alles zensiert. Das Ende der Welt ist nah. Diesen Eindruck bekommt man, wenn man sich durch diese ganzen Medien bewegt. Hilfe, mein Kanal soll nicht geschlossen werden. Ich möchte noch ganz viele Let's Plays machen. Bald kein YouTube mehr. Das Ende von YouTube. Das Ende ist nahe. YouTube und Google wird geschlossen. Und. Das sind nur ein paar dieser Schlagzeilen von Usern, die Videos hochladen oder irgendwelche Beiträge machen. Ich habe die Petition nicht unterschrieben. Ja, ich weiß, es wird sowieso Shitstorm auf dieses Video kommen. Guck mal, ich habe hier so einen dicken Buckel. Shit happens.
sag trotzdem meine Meinung und was ich darüber denke. Vielleicht gibt es ja ein paar vernünftige Menschen, die da oben noch ein paar funktionierende Gehirnwindungen haben. Bin mal gespannt. Schauen wir uns doch mal die Petition an, die ominöse, um die es hier geht. So, ich werde die mal kurz einblenden. Da haben wir die Petition. Stoppt die Zensurmaschine, rettet das Internet. Alleine schon die Schlagzeile, bei YouTube würde man Clickbaiting dazu sagen. Clickbaiting in feinster Reinkultur. Stoppt die Zensurmaschine, rettet das Internet. Muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Okay, shit happens. Es geht natürlich bei einer seriösen Petition, sollte eigentlich explizit stehen, um was es geht. Vor allen Dingen sollten Links zu seriösen Quellen gesetzt werden, damit man sich auch davon überzeugen kann. Und was ich finde, ganz wichtig, die Macher, die Initiatoren dieser Petition sollten klar und deutlich auf dem ersten Blick zu erkennen sein. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir hier irgendwo nachlesen können, ob hier irgendwas verlinkt ist, um was es denn hier geht. Hier 1 Million Stimmen und ignoriert. Hier haben wir ein bisschen was. Je mehr unterzeichnen, desto größer der öffentliche Druck. Bla 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 bla. Ebenso gegen Uploadfilter, Leistungsrecht, Stimmen, Meinungsfreiheit eingeschränkt und schlicht die Art und Weise, wie wir zurzeit miteinander kommunizieren, unmöglich gemacht. Okay, überzeugt Freunde. Unsere Forderungen. Tja. Und das war's. Hier sind keine Links zum Paragraph 11, Paragraph 13 und. Was ich sehr komisch finde, ich finde hier keine Initiatoren. Ich weiß nicht, wer diese Petition gemacht hat. Ich kann jetzt sicherlich googeln und machen und tun, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Wenn ich eine seriöse Petition mache, muss da auch ein Verein stehen, ein Name, eine Person, wer auch immer, wer das initiiert hat, damit das etwas Seriöses und der Sache ein Gesicht gibt. Gibt es hier nicht. Die Großen haben es natürlich vorgemacht, wird auch von ganz vielen als Argument benutzt. Auch für eine YouTuberin namens Kuni, Kunis Plauderecke, die ich sehr schätze, ist meiner Meinung nach auch auf diesen Zug aufgesprungen. Ja, sie schreibt in einem Kommentar, wo haben wir es denn? Das ist hier so viel. Deswegen habe ich ein eigenes Video gemacht, weil es einfach zu komplex wurde in den Kommentaren. Die schreibt auf eine Antwort von mir: Meinst du nicht, dass es an die falsche Adresse geht? Ich brülle nicht rum, sondern gebe lediglich zu bedenken, was weltweit anerkannter IT-Koryphäen formuliert und die YouTube-Chefin selbst in den Raum geworfen haben. Ja. Das ist natürlich ein schlaghaltiges Argument, ne? Wenn die Großen von Google und YouTube gehört ja zu Google, Facebook, Twitter und Co., sich natürlich dahinstellen und sagen, Leute, das Internet ist in Gefahr. Wenn wir haftbar gemacht werden für Urheberrechtsverstöße, dann ist die Apokalypse nahe, eure Kanäle werden gelöscht, eure Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Leute, macht was dagegen, kämpft für eure Meinungsfreiheit, lasst euch nicht unterkriegen, nieder mit der Diktatur. Dann rennen die ganzen Lemminge los, nimm das für bare Münze, fressen diesen Bullshit, ja, und lassen dich dann für solche Sachen wie die Petition einspannen oder machen x eigene Videos und Blog-Einträge, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist und die Diktatur drohe. Ja, Stasi 3.0, DDR 4.0, Russland 5.0, alles steht uns bevor. Benutzt doch bitte mal euer Hirn, eure Windungen, die noch da sind. Es ist doch vollkommen normal, dass die jetzt rumheulen, die Großen. Habt ihr überlegt, YouTube, nehmen wir mal nur zwei, wir bleiben mal bei zwei, Facebook und YouTube, mit was verdienen denn diese beiden riesigen Konzerne Geld? Mit was verdienen die Geld? Haben die eigene Inhalte? Produzieren die redaktionelle Beiträge? Produzieren die Videos? Produzieren die Musik? Produzieren die Content in irgendeiner Art und Weise? Facebook? YouTube bzw. Google? Nein, nichts, gar nichts. Sie generieren keinen Content. Sie verdienen Geld damit, was andere User, Benutzer hochladen. Video, Musik,
Audio, Texte, Bilder, was auch immer. Sie verdienen sich sozusagen an dem Inhalt anderer Menschen eine goldene Nase. Und das schon seit über, weiß ich nicht, seit Anbeginn, dass es YouTube und Facebook gibt. Sie machen keinen eigenen Content, sie verdienen Milliarden jedes Jahr an den Inhalten von Nutzern, an deren sie gar keine Rechte haben. Dass die natürlich jetzt rumheulen, das ist doch das Natürlichste von der Welt. Sie bieten keine eigenen Inhalte an. Und jetzt kommt, in Deutschland haben wir das Urheberrecht und die ganzen gesetzlichen Bestimmungen haben wir schon so lange. Das nennt sich Störerhaftung. Googelt mal, ich komme gleich nochmal drauf dazu. Ansonsten, wer es ganz ehrlich hat, googelt einfach mal unter Störerhaftung. Jetzt kommt ein EU-weites Gesetz, was in allen Ländern der Mitgliedstaaten der EU Gültigkeit hat. Und jetzt wird rumgejammert. Jetzt ist die Meinungsfreiheit auf einmal in Gefahr. Die große Diktatur drohe, weil jetzt Einnahmen einbußen vermutet werden oder befürchtet werden. Jetzt schmeißt man alles sozusagen in einen Topf rein, rührt das ordentlich rum und kippt das aus. Und alle springen auf diesen Zug auf. Ja? Würde mich echt nicht wundern, wenn hinter dieser Petition selber Google, Facebook, YouTube, natürlich über Umwegen über 20 Personen dahinter steckt. Wer nachzuvollziehen, ja, oder, ey, Leute, ich habe ja überhaupt kein Problem über eine sachliche Diskussion über Artikel 11 oder Artikel 13, ja, aber das, was im Moment abgeht, hat mit Sachlichkeit gar nichts mehr zu tun und ist einfach nur grotesk und einfach nur lächerlich und hat mit einer wirklichen Zensur, wie es sie zum Beispiel in der DDR gegeben hat oder in anderen ähnlichen Konstrukten, überhaupt nichts zu tun. Und auch keine Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Alle komme ich später noch ein bisschen zu. Kommen wir einfach nochmal auf diese Störerhaftung, das Urheberrecht. Meine Ansicht, und ich bin wie gesagt, komme jetzt hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wirklich mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie viel illegalen Inhalt habt ihr auf eurer Festplatte oder in eurem Leben schon konsumiert? Musik, Fotos, Bilder, Filme, das komplette Programm. Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt keinen einzigen Nutzer oder keinen einzigen PC-Nutzer weltweit, von ein paar Omas und ein paar Opas vielleicht mal abgesehen, die das Ding mal einschalten, um da einen Brief drauf zu schreiben, der nicht irgendwo was auf seiner Platte hat, was das sich runtergeladen hat. Und sich gar nicht darüber im Klaren ist, dass das illegal ist, weil er a. weder die Zustimmung des Rechteinhabers hat und b. weil er es einfach nicht darf. Natürlich, nur weil man es machen kann, weil es relativ leicht ist, weil es Tools dafür gibt, auch aus sämtlichen Videoplattformen, aus den Streamingdiensten die Sachen zu extrahieren und runterzuladen, das macht es noch lange nicht legal. Ich als Inhaber, als Macher, als Künstler habe das Recht an meinem Werk. Punkt. Ich entscheide, wer zu welcher Zeit, an welchem Ort das hören, verwerten, verwursten darf. Punkt. Das ist einfach so und das ist auch gerecht. Ob die Kohle, die dafür verlangt wird, gerechtfertigt ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ändert aber nichts an dem Recht, dass jeder Maler, jeder Musiker, jeder Schriftsteller das Recht hat, dass seine Sachen geschützt sind und nicht willkürlich verwertet, kopiert, benutzt werden. Punkt. Aber seitdem es das Internet gibt und alles ist gratis, ist das, habe ich den Eindruck, in den Köpfen der Nutzern so drinnen, nur weil man es runterladen kann, großes schönes Bild, rechte Maustaste, Datei speichern, Unterbums auf Feierabend. Solange man das für sich privat verwendet, als Bildschirmhintergrund oder was auch immer, wird auch sicherlich keiner was dagegen haben. Es geht aber einfach darum, wenn das wieder verwertet wird für die eigene Webseite, für den eigenen Blog, wenn Musikbilder, Videomaterial für die eigenen YouTube-Videos benutzt werden, da hört dann der Spaß auf und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Da ihr habt es nicht gemacht, ihr habt verfickt nochmal nicht das Recht daran. Punkt. Störerhaftung haben wir schon immer gehabt in Deutschland, schon ganz lange. Die Betreiber von Webseiten, ob das jetzt ein Google, Facebook, ein kleiner privater Blog, ein Forum, was auch immer ist, gab schon immer die Störerhaftung.
Ich hafte als Inhaber für meinen YouTube-Kanal, für Dampfgeschichten.de, für meinen Online-Shop und was ich alles für Internetpräsenzen habe. Ich hafte für deren Inhalt und für den Inhalt, den andere Nutzer da publizieren. Punkt. Das war schon immer so gewesen. Ich werde abgemahnt, ich werde verklagt, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das war schon immer so gewesen. Der einzige Unterschied zu früher war, dass ich von dem Verstoß Kenntnis haben musste. Ne? Das heißt, weil es ist ja unmöglich, alles in Echtzeit zu kontrollieren. Bisher war es so, das ist ja immer noch so, das muss ja erstmal noch länderspezifisch in Gesetze gegossen werden, diesen Artikel 11 und 13. Wenn zum Beispiel einer, Beispiel, großes Hakenkreuzbild in einem Forum postet, dann kann ich dafür sozusagen haftbar gemacht werden, wenn ich davon weiß und nicht in einer angemessenen Zeit darauf reagiert habe. Was immer diese angemessene Zeit ist, ne? Nach Kenntnisnahme ist natürlich, liegt im Auge des Betrachters, je nach Größe eines Forums, einer Webseite, umso größer das ist, umso mehr Zeit wird man wahrscheinlich zugestehen oder weniger Zeit. Wie auch immer, weiß ich davon, von diesem Rechtsverstoß und reagiere in angemessener Zeit nicht darauf, kann ich dafür haftbar gemacht werden. Punkt, Feierabend. Das war schon immer so gewesen. Jetzt ist es so, dass die Sachen vorher sozusagen überprüft werden müssen. Oh Moment, juckt mir mein Auge. Die Sachen müssen vorher überprüft werden. Es betrifft aber nur die großen Plattformen. Wir reden hier von Google, von YouTube, von Twitter, von Vimeo und wie die ganzen großen Plattformen heißen. Die anderen Blogs, Foren, Webseiten, Universitäten, Webseiten, Lehranstalten, private Webseiten, die sind komplett außen vor. Es betrifft 99% aller User da draußen, betrifft es überhaupt nicht. Ihr seid komplett draußen davon. Es betrifft die großen. YouTube, Google, Facebook, Twitter, Twitch und wie diese ganzen heißen. Deswegen verstehe ich schon mal nicht den Aufschrei, der da draußen kommt. Habt ihr das Recht auf diese Plattformen? Habt ihr irgendwo das Recht gepachtet, das Recht zu haben, dort Sachen hochzuladen? Sag mal, wo lebt denn ihr? Das ist ein Dienst, der euch unter bestimmten vertraglichen Bedingungen zugänglich gemacht wird, der euch gestattet, Inhalte hochzuladen. Ihr habt aber keinen Rechtsanspruch darauf. Was habt denn ihr für eine Denke? Ihr habt keinen Rechtsanspruch drauf. Ihr habt kein Recht auf einen YouTube-Kanal. Und ihr habt kein Recht auf einen Twitter-Account oder einen Facebook-Account. Ihr habt kein Recht darauf. Also was fangt ihr an zu heulen? Das ist ein kostenloses, quasi kostenloses Angebot an euch, was ihr unter diesen Bedingungen annehmen könnt oder auch nicht annehmen könnt. Aber ihr habt kein Recht darauf, dass das immer so ist und immer so bleibt. Was habt denn ihr für einen... ich weiß nicht. Da komme ich einfach nicht mehr hinterher. Sorry. Ja. Also, es betrifft nur die Großen und es ist ganz einfach, als privater Nutzer oder immer, ladet kein urheberrechtsgeschütztes Material hoch. Punkt. Thema beendet. Ganz einfach, ladet kein urheberrechtsgeschütztes Material auf diesen Plattformen hoch. Punkt. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist ganz schlicht und einfach. Es ist doch jetzt auch schon so bei Google. Content ID wird doch den meisten was sagen. Was ist denn Content ID? Das ist ein Filtersystem, was seit vielen Jahren schon läuft und eine sehr, sehr geringe Fehlerquote hat. Ich habe mit meinen 5, 6 Kanälen, die ich in den letzten 5, 6 Jahren hatte, insgesamt 2 Treffer gehabt. Also dass dieses Content ID System zweimal gesagt hat, pass auf, du hast urheberrechtsverletztes Material hochgeladen und dem war aber nicht so. Es gibt ja oft Meldungen, wo ich sage, ja klar, ich habe 2 Stunden Musikstream gemacht, da weiß ich, dass mir die Mucke nicht gehört. Wenn da Urheberrechtsansprüche kommen, dann weiß ich das im Vorfeld schon. Ne? Aber in diesen 2 Fällen war das jeweils immer der gleiche Musiktitel und da hat die Software daneben gegriffen, warum auch immer. Aber ich habe Einspruch dagegen erhoben und innerhalb von 2 Tagen wurde es geprüft und dann wurde der Musiktitel und das entsprechende Video, wo der Musiktitel hinterlegt wurde, auch freigeschalten. Das heißt, diese Filtersysteme gibt es doch schon. Wie funktionieren die denn? Die Rechteinhaber oder fast alle Rechteinhaber, es gibt da bloß ein paar große Rechteverwertungsgesellschaften, die haben
bei YouTube, ich mach's mal ganz platt jetzt gedrückt, ausgedrückt, ist eine riesengroße Datenbank. Und der Rechteinhaber hat die Möglichkeit, dort seine Werke oder die Künstler, die er vertritt, und deren Werke dort sozusagen anzumelden, zu registrieren, einzutragen. Diese Werke werden mit verschiedenen technischen Maßnahmen erkennbar gemacht. Ein häufig benutztes ist der sogenannte digitale Fingerabdruck. Das heißt, es wird aus bestimmten Erkennungsmerkmalen in der Musik, das kann die Art und Weise der Musik sein, es kann die minimale und die maximale Lautstärke in einer Musik sein, es können bestimmte Frequenzen sein, es kann der Rhythmus sein, es können Textpassagen sein, es kann eine Mischung aus verschiedensten Elementen sein, die nachher einen digitalen Fingerabdruck sozusagen generieren und der einmalig ist. Also 99,99% ist der sozusagen einmalig. Und dann wird dieses Werk mit diesem digitalen Fingerprint versehen und in dieser Datenbank abgelegt. Wenn ihr jetzt ein Video hochladet und nachdem das hochgeladen ist, kommt ja da oben so ein Balken, Video wird bearbeitet. Umso länger das dauert, also umso länger das Video ist, umso länger dauert die Bearbeitung. Die meisten Nutzer werden wahrscheinlich denken, oh, jetzt wird das Video unkonvertiert, jetzt werden die Pixel alle nochmal schön poliert. Das kann durchaus sein, dass Videomaterial nochmal umskaliert, umgerechnet wird. Aber bei diesen Rechenzentren, wo Google, YouTube Millionen von Hochleistungsservern zu stehen haben, ist es eine Sache von ein paar Sekunden. Aber es dauert dann doch leider ein paar Minuten, teilweise bis zu Stunden sogar. Weil was nämlich jetzt genau passiert, dass nämlich das, was ihr gerade hochladet, nach diesen digitalen Fingerprints durchsucht wird. Nichts weiter bedeutet, Video wird bearbeitet. Jetzt wird quasi gesucht, ob dort digitale Fingerabdrücke gefunden werden, werden mit dieser Datenbank verglichen, gibt es einen positiven Treffer. Dann passiert das, was der Rechteinhaber als Maßnahme in dieser Datenbank bei YouTube eingetragen hat. Es kann sein, dass gar nichts passiert. Dann gibt es halt nur eine Information, gibt es eine E-Mail von YouTube. Es kann sein, dass der Rechteinhaber Werbung einblendet in euer Video. Das ist noch die harmloseste Form. Wenn ihr euren Kanal monetarisiert, kann sein auch dann, dass Werbung eingeblendet wird. Es kann auch sein, dass ihr an diesen Werbemaßnahmen, an diesen Werbeeinblendungen, an dieser Monetarisierung des Rechteinhabers beteiligt wird. Die Möglichkeit gibt es auch. Es kann sein, dass das Video in deinem Land komplett gesperrt wird. Wenn du es in Deutschland hochlädst, kannst du es in Deutschland nicht mehr sehen, nur über Umwegen. Es kann auch sein, dass es fast weltweit gesperrt wird. Das ist einfach eine Frage, was der Rechteinhaber da als Maßnahme eingetragen hat. Es gibt eine Seite. Gerade bei Musik und YouTube ist ja das meist das häufigste Thema Musik, YouTube und Urheberrecht. Ich suche euch die mal schnell raus. Hätte ich ja eigentlich schon vorher machen können, aber ich habe hier kein Skript und nix. So, da haben wir die. Die Seite nennt sich www.youtube.com/music-polices. Ich blende das jetzt hier einfach mal ein. Da habt ihr die Seite. Das heißt, ihr lauft gar nicht ins offene Messer. Also erstmal davon abgesehen, man kann ja auch einfach sagen, ladet, macht in eurem Video eure eigene Musik, GEMA-freie Musik. Es gibt auch die Möglichkeit bei YouTube, die sogenannte Audiobibliothek, blende ich euch auch mal ein. Hier könnt ihr, habt ihr Musik, tausende von Musikstücke, die ihr filtern könnt nach Genre, Stimmung, Instrument, Dauer. Die könnt ihr alle für euer YouTube, für eure Musik benutzen. Hier gibt es noch zwei Unterschiede. Namensnennung muss man dann in dem Video oder beziehungsweise am Schluss in der Infobox den Namen nennen. Oder man kann auch sagen, keine Quellenangaben erforderlich. Dann hat man jetzt hier Musik, wo keine Quellenangaben erforderlich sind. Ihr seht, es ist reichlich.
Musik vorhanden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Musikstücke sind. Wie auch immer, die Musik kann man nutzen und riskiert, die ist sozusagen frei von YouTube frei. Wenn ihr denn doch Musik benutzen wollt, dann schaut einfach hier nach bei YouTube Comp Polices. Ich werde das noch mal kurz. Da oben seht ihr youtube.com/musicpolices. Und ich möchte jetzt zum Beispiel einen Musiktitel, sagen wir mal, von Depeche Mode nehmen, Enjoy the Silence, und das in meinem Video einbinden und möchte schauen, was erwartet mich da an Konsequenzen oder was hat der Rechteinhaber da eingetragen. Gucken wir einfach mal nur bei Depeche Mode. Depeche Mode. So, jetzt dauert das natürlich eine ganze Weile, weil jetzt alle Songs. So, hier haben wir Songs von Depeche Mode und ich möchte jetzt Enjoy the Silence einbinden. So, und dann steht genau da, was passiert. Wenn du diesen Titel verwendest, überall abspielbar, mit Ausnahme von neuen Ländern. Jetzt kann man hier raufgehen, sich die neuen Länder angucken. Ich kann das Video nicht monetarisieren, beziehungsweise wenn ich es monetarisiere, werden die Werbeeinnahmen an den Rechteinhaber abgespielt. Hier sieht man es ja hier, Monetarisierung für Umsatzbeteiligung zugelassen. So, das heißt, ich kann diesen Titel ohne Bedenken benutzen. Ich weiß im Vorfeld, was passiert. Okay, in neuen Ländern wird mein Video nicht abspielbar sein. Ich kann mein Video monetarisieren und bekomme natürlich nicht die ganzen Einnahmen, sondern da ist eine Umsatzbeteiligung von dem Rechteinhaber. So, dann kann man, und dann weiß man, woran man ist. Kann man sich den nächsten Titel angucken. Ich soll ja nicht im OBS klicken, sondern am besten im Browser. Hier haben wir es genauso. So, und wenn man dann wirklich jetzt eben diese Musik nehmen möchte, die urheberrechtlich geschützt ist, dann guckt einfach auf diese Seite und dann könnt ihr euch dort informieren. Das Einfachste ist natürlich, gar keine Musik zu nehmen, die urheberrechtlich geschützt ist für eure Videos. Aber ist natürlich klar, wenn aktuelle coole Musik ist, es gibt natürlich richtig geile Mucke, die man gerne für seine Videos benutzen möchte. Dann kann man sich hier im Vorfeld informieren, was Sache ist. Aber wie gesagt, immer im Hinterkopf bedenken, ihr habt kein Recht darauf, diese Musik zu benutzen. Ne? Das ist, aber wie gesagt, viele verstehen das nicht. Ne? Ich habe da auch nicht das Recht darauf. Es ist Eigentum anderer Menschen, anderer Künstler. Wie dass ich das als Kunst ansehe, ob ich das gut finde, ob ich das scheiße finde, ob ich sage, nee, das ist es nicht wert. Das ist eine ganz andere Debatte auf einer ganz anderen Ebene. Fakt ist, es bleibt deren Eigentum. Ihr klaut da auch nicht Autos oder setzt euch oder benutzt einfach Autos von anderen Leuten. Das ist genau das Gleiche. Ihr habt nicht das Recht dazu, das Auto zu benutzen. Wenn der Nachbar sagt, hier ist der Schlüssel, kannst du ja nochmal eine Runde um den Block fahren, dann ist es okay. Und wenn der Nachbar sagt, nein, ist nicht, dann ist nicht, dann kann ich nicht trotzdem das Auto knacken und rumfahren. Und nur sage, na, mir gefällt das aber so schön, ich will aber. Dieses Rechtsverständnis ist bei vielen einfach nicht da. Ja, nur weil es digital mittlerweile verfügbar ist, Musik, Foto, Video, und weil es eben vervielfältigt, weil es eben die Möglichkeit besteht, es relativ einfach zu vervielfältigen, downloaden, Dateien speichern, ist ja noch lange kein Rechtsanspruch draus gewachsen. Ja, also wie gesagt, das Einfachste ist, benutzt kein Material, was urheberrechtlich geschützt ist. Und wenn doch, wie hier bei Musik, dann schaut einfach auf die Seite bei YouTube, benutzt die YouTube Audiobibliothek mit freien Musikstücken, oder es gibt ganz viele Webseiten, die auch GEMA-freie Musik anbieten. Oder schaut nach bei Music-Polices, was passiert, wenn ihr bestimmte Titel, wenn man jetzt 5 Titel in einem Video verwenden will, dann ist es eine Sache von 2 Minuten danach zu gucken, ob ich diese Titel verwenden kann, unter welchen Voraussetzungen, dann kann ich das auch machen. Also wie gesagt, dieser Upload-Filter, den gibt es bei YouTube ja schon lange, nennt sich ja Content-ID. Und Artikel 13 schreibt in seinen Gesetzestext ja gar nicht rein, dass die Großen verpflichtet sind, Upload-Filter zu benutzen. Das ist ja nur wieder so eine Posaune, die da benutzt wird. Das ist das sozusagen das Naheliegendste. Ne? Der Gesetzgeber sagt aber eben nicht,
Oder die haben in der EU eben nicht gesagt, explizit von Uploadfiltern gesprochen, sondern von Maßnahmen, wie die auch immer aussehen können. Natürlich kann ein Uploadfilter eine Maßnahme sein, aber eine Maßnahme heißt nicht explizit, dass es ein Uploadfilter ist. Es kann, ne? Und ich finde es gar nicht so verkehrt, dass die Großen, wie gesagt, es betrifft die Großen, es betrifft YouTube, es betrifft Google, Twitch, Facebook, die seit vielen, vielen Jahren sich dumm und dusselig verdient haben an fremden Inhalten, jetzt auch dafür haften sollen. Ich finde das vollkommen legitim. Gab es in Deutschland oder gibt es in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren die Haftung, Urheberrechtsstörerhaftung, nur dass es jetzt EU-weit gegossen wird oder in ein Gesetz gegossen wird. Es, letztendlich ändert sich gar nichts. Es ist keine Meinungsfreiheit eingeschränkt. Es betrifft nur die Großen. Ich kann meine Blogs, meine Webseiten, ich kann kommunizieren, ich kann hoch und runterladen, was machen, was ich will. Natürlich, wenn Urheberrecht geschützte Werke verwendet werden, der Rechteinhaber bekommt das mit, werde ich ganz schnell eine Abmahnung oder eine Klage an der Backe haben, das muss jeder selber wissen. Aber ich bin als normaler Webseitenbetreiber, Blog, Forenbetreiber gar nicht verpflichtet, Filtersysteme einzusetzen. Es betrifft explizit die Großen, die eine Vielzahl von Video- und Audiomaterial anbieten. Und das sind nun mal Facebook, Google, YouTube, MyVideo und wie die ganzen heißen. Nur die Großen betrifft es. Das heißt, 99% aller Nutzer, die vom PC sitzen, sind da vollkommen ausgeschlossen. Die tangiert das in überhaupt keinster Weise. Ja? Die Meinungsfreiheit ist Gefahr. Was denn für eine Meinungsfreiheit? Weil ich jetzt nicht mehr das Recht habe, so lapidar mit fremden Werken umzugehen. Da ist jetzt die Meinungsfreiheit in Gefahr. Ich habe jederzeit und überall das Recht, meine Meinung zu sagen auf meinen Webseiten. Ich kann jetzt hier auch mein Video hochladen. Ich kann das Video, das kritische Video, auch in 2 Jahren noch hochladen. Es wird gar nichts passieren, weil ich der Urheber dieses Videos bin. Ich bin der Macher, der Ersteller dieses Videos und ich habe das Recht zu entscheiden, wer darf dieses Video auf seinen Kanälen hochladen. Wo ist das Problem? Und genauso betrifft es andere auch, andere YouTuber. Dieses permanente Kopieren und für sich selber verwursten, jetzt mal von dieser Möglichkeit des Zitatrechts Gebrauch zu machen, das lassen wir mal außen vor. Die Möglichkeit besteht natürlich nach wie vor, aber die wenigsten oder die meisten missverstehen das ja, wie das überhaupt gemeint ist. Ich meine, wenn man da 10 Minuten von einem anderen Video klaut und da 2 Kommentare drunter schreibt, dann wäre das vom Zitatrecht gedeckelt. So einfach ist das nicht. Aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Mir geht es einfach darum, um diesen Blödsinn, der hier durch die digitalen Adern getrieben wird, dass YouTube abgeschafft wird, ja, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Ich sehe die Meinungsfreiheit nicht in Gefahr, meine persönliche nicht. Ich sehe einfach nur, letztendlich ist es so, dass jetzt EU-weit sozusagen die Großen mehr haftbar gemacht werden für Urheberrechtsverstöße wie vorher. YouTube hat da eigentlich gar nicht so ein großes Problem mit, weil sie mit den ganzen großen Rechteverwertungsgesellschaften eh Abkommen haben, die ihr Content-ID-System quasi schon eingerichtet haben, werden jetzt vielleicht ein paar Euros verlieren, weil vielleicht einige User jetzt ein bisschen vorsichtiger sind, was das Hochladen betrifft von urheberrechtsgeschützten Werken. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ihr könnt mir gerne wirklich mal explizit in den Kommentaren reinschreiben, wo jetzt bitte die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Ja? Ihr könnt alles, alles schreiben, alles, ihr könnt singen, ihr könnt malen, ihr könnt dichten, ihr könnt alles nach wie vor veröffentlichen, überall auf allen Plattformen, die euch zur Verfügung stehen. Es geht hier letztendlich um urheberrechtsgeschützte Werke, an denen ihr keine Rechte habt. Punkt. Um nichts weiter geht's. Ja, ich drehe mich jetzt auch langsam im Kreise und deswegen komme ich auch zum Schluss. Nochmal der allgemeine Hinweis: Ladet keine urheberrechtsgeschützten Werke hoch oder versucht den Rechteinhaber zu kontaktieren, um da eine Erlaubnis dazu bekommen. Punkt. Ja, noch ein kleiner Nachtrag von mir. Ich hatte noch vergessen, auf den Paragraph 11 einzugehen, den Leistungsschutzrecht. Der sozusagen Herausgeber von Zeitungen, von Printmedien schützen soll, dass deren Artikel nicht unlizenziert einfach von
anderen Medien verwurstet werden können. Das haben wir hier in Deutschland auch schon gehabt, das Leistungsschutzrecht. Und was ist passiert? Google hat nur noch sogenannte Snaps benutzt, also kurze Schlagzeilen, die nach wie vor frei verwendet werden dürfen, und hat dann nur noch auf Inhalte verlinkt, also hat sich die Sachen nicht zu eigen gemacht. Endeffekt von diesem Gesetz ist gewesen, auch als Google-Steuer bekannt geworden, dass keiner einzelne Verleger, keine einzelne Zeitung auch nur einen müden Euro mehr verdient hat als vorher. Und was jetzt in Deutschland nicht geklappt hat, soll jetzt angeblich auf EU-Ebene klappen. Ja, ist klar, ne? Und auf dem Himmel ist Jahrmarkt. Muss ich nichts weiter zu sagen, ist absoluter Blödsinn. So, nochmal den Worst Case, dass wirklich ein ganz Facebook, ja, meiner Meinung nach kann Facebook geschlossen werden. Auch YouTube brauche ich nicht wirklich zum Leben, aber viele brauchen es ja. Ist ja der Lebensmittelpunkt. Wenn wirklich so ein rigoroser Upload-Filter kommen sollte, der auch Sachen wegfiltert oder vorher ausfiltert, die urheberrechtsfrei sind, was glaubt ihr, wie viele Firmen, wie viele Leute in der EU dagegen klagen werden? Das Ding kommt nicht durch. Erstmal ist es technisch überhaupt nicht zu 100% realisierbar, so wie das sich vorgestellt wird. Zum Zweiten muss es erstmal noch in den Rechtsausschuss der EU, wo bisher eine kleine Mehrheit dafür ist. Danach kann es von den Parlamentariern immer noch abgelehnt werden. Wenn das dann durch die beiden Instanzen geht, wird da eh noch dann Gesetze draus gegossen. Also es fließt noch viel Wasser, wie man so schön sagt, in Berlin die Spree herunter, bevor das spruchreif wird. So, und dann habt ihr euch mal überlegt, wo denn EU-Gesetze gelten. Wo gelten EU-Gesetze? Na? Die meisten werden drauf kommen, in der EU, ganz genau in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wo kommt Facebook her? Wo kommt Google her? Sitzen die in der EU? Nee? Wo sitzen sie denn? Ich glaube, Google hat seine größten Rechenzentrum und seine Hauptzentrale in Kalifornien. Facebook definitiv auch irgendwo in Amerika. Das heißt, die sitzen außerhalb der EU. Was soll das die jucken? Versteht ihr, auf was ich hinaus will? Diese Gesetze gelten in der EU. Wenn YouTube, Facebook, Google deutsche Unternehmen wären, die ihren Sitz hier in Deutschland haben oder in einem Mitgliedstaat der EU, dann wären die hier angreifbar, dann könnte man die haftbar machen. Aber die sind nicht in der EU. Natürlich werden sie versuchen, die Rechte irgendwie einzuhalten und da hin und her ein bisschen lavieren, um sich das nicht mit jedem zu verscherzen. Aber letztendlich können die sagen, fuck off, was wollt ihr eigentlich von uns? Ja, also wie gesagt, was auch immer da kommt, betrifft A, urheberrechtsgeschützte Werke und nicht die Meinungsfreiheit. Es betrifft nur die ganz Großen, also 99% von uns normalen Usern. Wer überhaupt eine Webseite blocken eines Forum betreibt, das sind von euch die wenigsten, sind da eh komplett außen vor. Es betrifft nur die Großen. Es betrifft nur urheberrechtsgeschützte Werke. Und es ist noch gar nicht in seidenen Tüchern sozusagen. Es muss noch durch zwei Instanzen gehen. Und wenn das wirklich durchkommt, ist immer noch die Frage, wie wird es technisch realisiert? Wie werden die Konzerne sich da positionieren? Die Großen. Wie viele Klagen wird es geben, die das erstmal auf Eis legen, die das wieder aushebeln? Leute, tut mir einen Gefallen. Macht euch einfach nicht verrückt und unterstützt diese dämliche, dumme Panikmache nicht. Ja. Bleibt einfach cool, beobachtet, lest mehr als eine Quelle, informiert euch ein bisschen und dann wird das alles schon, ja. In diesem Sinne, reingehauen. Ciao, ciao.